Heute am 12. Mai 2021 setzen wir einer Marienstatue, die ich aus einem der ärmsten und elendsten Länder der Welt mitgebracht habe, aus Haiti, das von dem Erdbeben 2010 noch zerstört und von einem Hurricane 2017 furchtbar heimgesucht worden ist, setzen wir dieser schlichten Marienstatue eines gläubigen Bildhauers eine Krone auf den Kopf. Diese Krone möchte ich kurz erklären. Bernhard Volz aus Rheinland-Pfalz ist 75 Jahre. Ich grüße ihn jetzt herzlich. Seine Wahlheimat ist Afrika, Ghana und Kenia, wo er schon oft gewesen ist. Er unterstützt die Weltmission. Seit 2020 ist es schwierig, dass seine Frau einen schweren Unfall hatte. Er war mit einem Missionar namens Pater Gerhard aus Straßburg befreundet, der bereits 2012 am 8. Dezember verstorben ist. Dieser Pater Gerhard hat viele Menschen zu Maria geführt und auch ganz konkret nach Lourdes und Fatima. Pater Gerhard und dann auch Herr Volz haben mitgeholfen, dass in Ghana, und zwar in Abura, eine große St. Bernadette-Kirche gebaut wird. Herr Volz ist auch seit 34 Jahren befreundet mit dem Erzbischof Philipp Arnold Sobira Anoyo, der seit 2020 Vorsitzender der kenianischen Bischofskonferenz ist. Am 31. Dezember hat Herr Volz mir geschrieben, dass er von der Krone für die Mutter Gottes gehört hat. Und es hat bei ihm geklingelt, denn er wollte das schon seit Jahren tun, eine Krone der Marienstatue in seiner Pfarrkirche aufsetzen. Und er hatte in Fatima eine solche vor Jahren gekauft, die jetzt bei ihm herumlag. Ich habe abgelehnt. Es war nicht vorstellbar, dass eine bereits gekaufte, gefertigte Krone passen konnte. Aber dann nach hin und her habe ich es doch zugelassen, dass er die Krone schickt. Eine Krone aus Fatima. In seiner Heimat nicht gewollt. Am Fatima-Tag, am 13. Jänner dieses Jahres, kam die Krone bei uns an. Und welche Überraschung, sie passte auf den Millimeter genau auf den Kopf. Diese Krone, die wir heute der Gottesmutter aufsetzen, und ich grüße den Herrn Stefan Schagi ganz herzlich, ist eine einfache Krone. Sie ist nicht aus Gold, sie ist auch gar nicht aus Metall. Sie passt deshalb wunderbar auch zu dieser schlichten Statue und sie schaut erhaben und königlich aus. Natürlich haben wir sie etwas verschönern lassen, aber das war die Idee vom Herrn Schagi. Sie trägt 8 Kunzite. Oben im Kreuz befindet sich ein Opal, vorne und hinten, der das Farbenspiel von Miss Österreich wiedergibt. Und die Brosche auf der blauen Krone ist von der lieben Gräfin Janine. Ein persönlicher Dank an die Mutter Gottes und für die Gesundheit ihrer Tochter beten wir ganz besonders. Und Frau Gräfin, es ist meine Freude, dass Sie heute hier sind. Schon im November und Dezember waren 2 Mission-Mitarbeiterinnen an Covid-19 erkrankt. Alles verlief glimpflich. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, besonders bei der Heiligen Messe, schlug dann die britische Mutation bei uns ein. Und innerhalb eines Monats waren 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infiziert, ich auch. Die Verläufe waren mild, bei einigen aber schon heftig. Eine Mission-Mitarbeiterin in einem Bundesland leidet bis heute an Long-Covid-Folgen. Mein Gelübde vom März 2020 war gedacht als eine große Bitte. Ich war damals in einer Schockstarre und Panik. 2016 musste ich überraschend die päpstlichen Missionswerke übernehmen als Nationaldirektor, obwohl ich vorher mit Weltmissionen kaum etwas zu tun hatte. Meine Aufgabe vom ersten Treffen mit Papst Franziskus an war das ganz klar, wieder Werbung zu machen auf Weltmission, weil unsere Kirche in Europa darauf weitgehend vergessen hat. Meine Wahrnehmung war wirklich, dass wir schlicht darauf vergessen haben, dass wir Weltkirche sind. Pfarren und Diözesen und Organisationen, und diese Kritik äußere ich auch an diesem hohen Festtag, kreisen zu viel um sich selbst. Weltmission ist vielfach kein Thema mehr. Gott hat dann sehr schnell gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazugeschickt, es waren schon gute da natürlich, und zu einem wunderbaren Team geformt mit einem
echt katholischen Geist. Anfang 2020 hatte ich dann das Gefühl, es geht bergauf, und ein ganz schöner Tag war der 5. Februar voriges Jahr, als ich am Vormittag bei Papst Franziskus sein durfte und dann am Nachmittag fast eine Stunde beim emeritierten Papst Benedikt. Das war 5. Februar. Dann kam der Lockdown. Keine Vortragsreisen mehr, keine Pfarrbesuche. Die Priestersammlung heuer ist ganz ausgefallen, also finanziell wusste ich nicht, wie das weitergeht. Ich gestehe, dass ich schlaflose Nächte hatte. Noch dazu hatten wir hier einen Umbau begonnen, der seit Jahren geplant war. Und ich fragte mich wirklich, werde ich der letzte Nationaldirektor von Misse Österreich sein? Werde ich Mitarbeiterinnen entlassen müssen? Werden die Menschen auch in der Krise noch an die denken, die im Süden viel ärmer sind? Eine Situation auch, dass ja so viele Hilfsansuchen, die sind ja gestiegen, es sind ja immer mehr gekommen. Die Armut, der Hunger werden um ein Drittel steigen durch Corona, sagt man, und sind schon gestiegen. Bei den ersten Fernsehmessen, die wir hier gehalten haben, wo der liebe Marcel und dann die Maria und noch zwei da sitzen durften, nicht wegen euch, war mir zum Heulen, nicht wegen euch, ja, sondern weil niemand da war. Früher war die Kapelle überfüllt bei den Mittagsmessen. Heute sitzt ihr familiengemäß zusammen, nicht, aber eigentlich müsste man noch 2 Meter Abstand halten, wenn Fremde sind und so weiter. Mir war zum Heulen und mein PR-Chef, der Markus Andorf, hat mir gesagt, schau in die Kamera. Und wir haben uns dann Bilder, habe ich mir dorthin gehängt. Ich schaue jetzt immer, jetzt hängt ein Kreuz dort. Wenn ich euch in die Augen schaue, schaue ich in Wirklichkeit auf Jesus. Damals habe ich mir Bilder von Menschen hingehängt, damit mir klar wird, ich spreche zu Menschen in den Wohnzimmern, zu Hause, vor dem Fernsehapparat. Wir haben ja hunderte Bilder bekommen, wie ihr das zu Hause macht, wenn ihr zuschaut und die Messe mitfeiert. Und dann habe ich dieses Gelübde abgelegt, dass die Mutter Gottes eine Krone bekommt. Meine beiden Gelübde, und ich sage dazu, es gibt noch ein unausgesprochenes, das ich wahrscheinlich auch nie aussprechen werde, weil ich dazu nicht in der Lage bin, das zu erfüllen. Das gilt nur, falls ich in die Lage komme, dann würde ich das machen. Aber meine beiden Gelübde waren wie ein Befreiungsschlag gegen meine eigene Bedrückung. Nicht unterkriegen lassen. Wir schaffen das, aber wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Und wir schaffen es mit der Fürsprache der Gottesmutter Maria. Und ich habe mir gedacht, nicht klein kriegen lassen, sondern Großes wagen. Und deshalb das Gelübde, dass wir für Miss Österreich ein großes Krankenhaus in Afrika bauen, dem heiligen Karl Borromäus geweiht. Nicht unterkriegen lassen, sondern wie unsere Gründerin Pauline Marie Charicot alles auf die Hilfe der Mutter Gottes setzen. Der Triumph einer Corona, einer Krone, gebührt nur ihr und nicht einem Covid-19-Virus. Heute ist es soweit, die Krone hat uns die Gottesmutter Maria, so sehe ich es, wunderbar geschickt. Die Spenderinnen und Spender haben uns nicht im Stich gelassen. Wir werden das Krankenhaus bauen können, auch wenn wir noch jahrelang dafür werden sammeln müssen und wenn wir etwas bangen müssen wegen der Situation in Mosambik. Und wir dürfen danken. Erstens, die Mutter Gottes bekommt die Krone dafür, dass sie uns geholfen hat, in diesen 15 Monaten geistiger zu werden. Christentum ist eine innere Beziehung zu einer Person, zu Jesus Christus. Nicht der Glaube an eine Lehre, an eine Doktrin, sondern in einer persönlichen Beziehung zu Jesus sein, in einer geistigen Beziehung. Zweitens, wir danken der Mutter Gottes, dass wir in dieser Zeit das Bittgebet wiederentdeckt haben. Über 40.000 Bitten sind für den burundischen Brotkorb gekommen und heute ist der Text abgeschlossen, der geht jetzt an die Druckerei für unser Buch über die Corona-Wunder. Wir werden es nur nicht so nennen. Es sind 77 nur ausgesucht. Inzwischen könnten wir hunderte veröffentlichen, die wirklich sehr eindrucksvoll und fast provokant sind, dass Gott so konkret Bitten erhört, aber auch manche nicht. Das wird in dem Buch dann auch erklärt werden. Die Mutter Gottes war selbst die erste Bittende. Sie haben keinen Wein mehr. Drittens wird die Mutter Gottes bekommt die Krone als unseren Dank dafür, dass es uns gelungen ist, missionarisch über die Medien auszustrahlen. Unsere erste Aufgabe, sagt Papst Franziskus, ist es nicht, Geld zu sammeln. Mit Geld kannst du die Welt nicht verändern. Es ist ein notwendiges Mittel, wir müssen sammeln. Verändern kannst du sie nur geistig. Nur geistig. Ja? So
eine Schwester Johanna, ja, das ist unser Kapital in Liberia. Die Schwestern, die wir haben, die Brüder, die Missionarinnen, die Missionare und so weiter, die ich kennenlernen durfte, das sind die Weltveränderer. Heute ist der Tag vor Christi Himmelfahrt. Diese missionarische Ausstrahlung durch die Medien ist auch in diesen letzten Monaten gesegnet gewesen. Wir haben ein Alle-Welt-Fernseh- und Radiostudio fertiggestellt. Wir haben so viele Anmeldungen bei Gott kann, unserer Gebetsbewegung. Young Missio läuft mit den beiden wunderbaren Mitarbeitern, Marcel und Maria, mit einer Kindermesse jeden Montag. Wir haben das Magazin Alle Welt, wo es so bergauf geht, das so großartig ist. Und ja, wir dürfen uns freuen. Priesterpatenschaften sind so gestiegen, wie das nie zu erwarten gewesen wäre, und steigen weiter. Heute ist der Tag vor dem Tag, wo Christus, wir werden es morgen hören, auf dem Ölberg steht und sagt, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Das ist unser Auftrag von Missio Österreich. Unter der Führung Mariens, der Königin des Himmels und der Erde und des Sternes der Mission, wollen wir diesen Auftrag weiter erfüllen. Bitte unterstützt uns durch euer Gebet, durch eure Sympathie, zumindest durch eure gute Nachrede, auch wenn man sich manchmal über manche Spendenzusendung von Missio Österreich ärgern könnte. Aber wir wären schlechte Diener der Ärmsten der Armen, wenn wir für sie nicht bitten gehen würden. Bitte unterstützt diese Ärmsten der Armen, für die wir unsere Arbeit, und ich muss das nicht nur von mir sagen, sondern ich kann das von allen meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern sagen, nicht nur unsere Arbeit, sondern unser Leben reinhängen. Vergelt's Gott. Amen. Liebe Mutter Gottes, Stern der Mission, wir danken, dass der Künstler Darius Johnson aus Haiti mit einem gläubigen Herzen diese schlichte Darstellung von dir geschaffen hat. Wir sehen dich als die Mittlerin aller Gnaden, wie du 1830 in der Rue de Bac erschienen bist, mit ausgebreiteten Händen, mit der Einladung, von deinem unbefleckten Herzen Gnadenstrahlen zu empfangen, die natürlich alle und immer von Christus kommen. Du gibst sie uns durch deine Fürbitte weiter. Wir danken Gott für den Schutz, die Hilfe und die Heilung, die du uns in dieser Bedrückung geschenkt hast. Nicht wir sind es, die dich krönen, sondern du bist schon gekrönt von deinem Sohn, unserem Herrn und Retter, in der Herrlichkeit des Himmels. Diese schlichte Krone, die wir dir aufsetzen, ist ein kindlicher Ausdruck unserer Dankbarkeit. Diese Krone ist ein Zeichen unseres Vertrauens. Diese Krone ist eine stille Bitte deiner Kinder, dass nicht Hass, Krieg, Streit, Waffen, Seuchen und Viren diese Welt regieren. Auch nicht die Wirtschaft und auch nicht im Letzten die Politik, sondern die Liebe Gottes, mit der du gekrönt worden bist. Diese Krone wird uns daran erinnern, dass wir von Missio Österreich unter deinem Schutz und mit deiner Fürsprache alles tun müssen, um das Reich Christi, des Königs, des Himmels und der Erde in dieser Welt auszubreiten. Du, unsere Königin und Mutter, beschütze auch weiterhin die Kirche, die gerade in Europa eine so tiefe Krise durchlebt, weil so viele Getaufte und Gefirmte ohne echten Glauben, ohne Beziehung zu deinem Sohn Jesus Christus leben. Du Mutter der Kirche, stärke die wachsenden Kirchen in Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien mit den vielfältigen Problemen sozialer, ökologischer, ökonomischer Art, mit der sie konfrontiert sind, und hilf ihnen durch wahre Nächstenliebe das Evangelium noch authentischer zu bezeugen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas, zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Woran denn, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu, und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes, o gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.